Im letzten Part haben wir am Hanohano-Strand unser viertes Teammitglied gefangen, Zankabu, ein Bodengeist-Pokémon der siebten Generation. Jetzt machen wir wirklich weiter mit dem Erkunden von Malihe City, frisch angekommen auf der Insel Ula Ula, der womöglich größten. Und bisher ist alles ziemlich alt, asiatisch angehaucht hier, ne? Okay, gucken wir uns mal um. Vielleicht vermittelt der Bambus das nur einfach. Mal sehen. Malihe Ziergarten, ein Paradies zum Lustwandeln. Was? Ich habe gehört, in Malihe sollte man sich auf keinen Fall den Ziergarten entgehen lassen. Ja, da sollen wir auch rein, deswegen machen wir das doch direkt. Hi! Der Ziergarten. Da soll Professor Kukui auf uns warten. Ja, das sieht nice aus. Tali, instant. Im Malihe Ziergarten soll es ein Teehaus geben. Wahnsinn, oder? Aber gut, ich schlage vor, wir teilen uns auf. Ich suche bei der Brücke nach dem Professor und du suchst den Rest der Umgebung ab. Hier scheint es ja viel zu geben, auch wilde Pokémon und sowas. Grins. Er lacht einfach nur irgendwelche Statuen an. Wo steckt der Professor nur? Psst. Ja, eine Karte des Malihe Ziergartens. Ihm scheint ein Motiv zugrunde zu liegen. Ich darf nicht gucken. Richtig. Ein Motiv, also. Hier kann nur Tlurak für Pokémobil gerufen werden. Ja, also die Brücke, da darf ich nicht drauf. Im Malihe Ziergarten soll es ein Tee ausgeben. Wahnsinn, oder? Ich schlag vor, wir teilen uns auf. Na gut, dann. Wir sehen ja auf dem unteren Bildschirm, auf dem Touchscreen, wo es lang geht. Trainer sind das hier. Also für den Ziergarten hatte ich jetzt anderes erwartet, aber ist mir recht. Denn unser Zankabu muss ja auch trainiert werden. Mit diesem Knirps zum Beispiel. Heute ist Tag der Pokémon. Nee, 23. November 2016 ist schon vorbei. Die Sally, was hat sie denn? Ein Pokémon. Ich muss aufpassen, O&P. Das ist ja nicht der Rede wert. Darauf muss ich nicht aufpassen. Ich muss aufpassen, ich habe ihn oft Zankabu genannt. Erinnert mich an das Stinktier aus der vierten Generation, ne? Skunkpoo. Da habe ich das ein bisschen abgeleitet, unterbewusst. Ja, Dampfwalze ist Stab, das gucken wir uns jetzt mal an. P ist natürlich normal und ist von den Werten auch echt schwach, möchte ich meinen. Ebenso wie Fluffluff, Vonera, Pichu, die ganzen Cosilla, Elekid, Magpie, die ganzen Baby-Pokémon, die in der zweiten Gen eingeführt wurden. Togepi beispielsweise. Trotzdem hält es hier einiges durch, hat auch einen höheren Level als unser Zankabu, das jetzt ordentlich was abkriegt. Aber wenn es am Ende gewinnt, ist es mir recht. Muss trainiert werden. Die anderen sind so auf Level 30 rum. Und er hinkt jetzt halt ein bisschen hinterher. So ist das halt manchmal. Ja, es war jetzt halt auch nur ein Pi, ne? Ach, schon in Ordnung. Ich verkrafte das. Ich habe ja noch mein Pi. 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 Ich habe mich damals gewundert, Doppel-I, ne? Wie komisch, ne? Aber Nintendo kam auf den Trichter, noch mehr mit dem Doppel-I zu machen, ja? Wii, Wii U, Amiibo. Wundert mich sowieso, dass Nintendo Switch nicht irgendwie mit Doppel-I geschrieben wird. Nintendo Switch! Ach, da ist was, ein Steinknochen. Alright. Du bist auf dem Wasser, lässt mich nicht durch, oder was? Das Wasser ist wunderschön, nicht wahr? Ob sich wohl Pokémon bei dem Felsen im Wasser verstecken? Aha, ich darf aus unerklärlichen Gründen noch nicht in die Mitte. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack, Zack, Zack. Und das Teehaus, Teehaus. Ich muss gestehen, das erinnert mich ein bisschen an Dragon Ball, und zwar das alte Dragon Ball, als Son Goku gegen hier, wie ist er, Ninja Lila, hieß er auf Deutsch, kämpfen musste. Die hatten auch so einen Bereich in ihrem komischen Turm, der sah hier sehr ähnlich aus. Was wohl das Geheimnis des Teichs hier im Ziergarten ist? Warum soll der Teich ein Geheimnis haben? Lass doch einfach mal alles so, wie es ist. Da können wir angeln. Und was gibt's? Surfen können wir hier nicht mit Lapras? Voldini! Mit so ziemlich demselben Ruf wie ein Raupi. Denkt mal drüber nach. Oder war zumindest früher so, jetzt nicht. Also gegen einen Wasser-Pokémon ergreife ich eher die Flucht. Ich will es auch nicht im Team haben. Obwohl es natürlich ein interessantes Pokémon wäre und uns echt noch ein Wasser-Pokémon fehlt. Aber
Eins nach dem anderen. Wir haben jetzt erstmal vier und damit können wir doch echt arbeiten. Ach, da ist der Professor. Warum können wir da nicht in die Mitte? Wo Tali? Lass mal den Rest erkunden. Ist alles ein bisschen seltsam gestrickt. Auf Reisen möchte man sich natürlich nur von seiner besten Seite zeigen. Die Schokoladenseite. Was ist deine beste Seite? Links oder rechts? Offensichtlich rechts von dir, Urlauberin Claudia. Nicht die linke Hand geht zum Herzen, nein, die rechte Hand geht zum Smartphone. Okay, Radikal. Der Radikal ist sogar ein echter. Also, ein Alola Radikal ist auch echt irgendwie, aber das ist der alte, das ist original. Das ist der Kanto-Typ. Dampfwalze. Wobei, Megasauger. Na, obwohl so viel bringt es jetzt auch wieder nicht. Ich sollte gehen. Er kann es eh nicht gewinnen. Und ich will ja, dass er über... Zu meinen, dass er hier mitgekämpft hat, aber auch danach mit dem EP-Teiler. Ich will, dass mein geliebtes Sankabu noch ein paar EP bekommt. Nein, Verfolgung! Hat sich was damit. Jetzt haben wir aber die Sterbeanimation mal gesehen. Zum einzigen Mal im Let's Play. Hoffe ich. Ja, das war nicht so schön. Ich werde ihn am besten auch wieder beleben. Wir haben doch Beleber dabei, oder? Weil, keine Ahnung. Ich bin mir auch nicht 100% sicher. Es unterscheidet sich, glaube ich, auch von Generation zu Generation, ob der jetzt EP bekommt. Natürlich nicht nur durch den EP-Teiler, sondern auch, dass er mitgekämpft hat. Ich glaube schon. Aber das muss man sehen. Take this! Rattenkarl! Karl! Tatsächlich. Er hat trotzdem seine EP bekommen. Sehr löblich. Raichu. Ja, wir haben das... Moment, das ist ein normales. So ist es. Wir haben ein Alola Raichu auch schon früher im Let's Play erblicken können. Das war dann Elektro-Psycho. Ja. Tali hat das. Tali hat das. Komm schon. Der surft auf seinem Schwanz. Der hat seine komischen... Es gab ja immer das Surfer-Pikachu. Ist schon verständlich, dass Raichu da auch mal ein bisschen Spaß haben will auf dem kühlen Nass. Nice. Sankapu, 25. Wieder habe ich pur gesagt, ne? Das war wohl nicht die beste Seite von mir an meinem Team. Jetzt sehen wir ihre linke Seite an. Warum macht sie da ein Selfie? Das ist voll Klischee. Das ist irgendwie, weiß nicht. Eine Kritik an die Jugend, glaube ich. Jeder Urlauber ist so ein Handyverrückter Selfie-Maker. Hier ist was für den Zigarrenwürfel. Wir können den wirklich nicht Labras benutzen. Nein. Das macht auch rein gar nichts. Jetzt nicht entlang. So, dann gucke ich erstmal hier oben. Alles will erkundet werden. Ein Riesenpilz. Thank you, man. Ich bin gespannt, was für wilde Pokémon hier aufkreuzen. Alter Schwede, was zum Geier? Was ist das? Es ist eklig. Aranestro, eine Wasserspinne. Nein, Flucht. Was zum Teufel? Den habe ich noch nie gesehen. Also höchstwahrscheinlich aus der 7. Gen. Aus der 6. ist dann... Ich weiß es nicht. Ich schließe mal nichts aus. Den kenne ich. Den kenne ich. Quappo. Quappo schon mal im Team? Ich glaube nicht, ne? Nicht, dass ich den jetzt wollte. Wobei, Typ Kampf haben wir auch nicht. Ich will aber was Besonderes nehmen. Ein neues Pokémon oder eine Alola-Form, versteht ihr? So ein Quapsel kann ich immer noch mal ins Team nehmen, wenn ich mal wieder Pokémon Rot oder Wattlets playe, wisst ihr? Oder sonst was. Wutkeks. Quapsel ist einfach mir ein bisschen zu boring. So, da wo die alle chillen, im Teehaus wahrscheinlich, werde ich mich dann mal gucken. Ach so, da waren wir. Da ist die Brücke. Warum lässt er mich nicht rüber? Er steht einfach im Weg, wie so ein Gimpel. Und Tadi steht hier an der Brücke. Warum? Jetzt war ich da rechts nicht, aber kann ich da herunter? Nein. Naja, da rechts muss ich... Hä? Wie kommt man denn da hin?
Wenn es ein Vorsprung da ist? Kein Plan. Was ist das denn hier? Naja, lasst uns zu gegebener Zeit herausfinden. Jetzt erstmal der Profi. Im Sinne von Professor, ist klar, ne? Ah, Professor Kukui! Oh, hallo! Ihr strahlt ja übers ganze Gesicht. Ist irgendwas Tolles passiert? Das war der Wahnsinn! Hey Professor, du wirst es nicht glauben! Eine Ultrapforte hat sich geöffnet und dort war tatsächlich eine Ultrabestie! Das musst du Professor Burnett erzählen! Wow, durch die Ultrapforte ist also eine Ultrabestie gekommen! Fantastisch! Na dann ist es ja umso wichtiger, dass ihr durch die Inselwanderschaft stärker werdet! Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem ihr durch eine Ultrapforte gehen könnt! Also gut, die nächste Prüfung findet auf dem Gipfel des Hokulani-Bergs statt. Dort kommt man mit dem Bus hin. Geht einfach zur Bushaltestelle auf Route 10. Professor, geh schon mal vor. Es wartet noch ein Malasada-Laden auf mich. Ich gehe meine Inselwanderschaft gern ein bisschen entspannter an. Alles klar. Okay, Lesbe Markus, ich warte an der Bushaltestelle auf dich. Ja, warum nicht? Man darf sich ja nicht stressen lassen. Lesbe Markus, weißt du was? Ich weiß. Ich hab doch noch gar nichts gesagt. Auf dem Hokulani-Berg gibt es eine Sternwarte. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was eine Sternwarte eigentlich ist. Aber ich werde es bald herausfinden. Bis später. Ja. Ja, Schüster, Nash. Ich mag das nicht so, dass wirklich an jedem Ort irgendwie erstmal alle Charaktere antanzen. Tali, der Professor, die Lilly und noch mehr Leute. Gerade der Professor ist für mich einer, der hat in seinem Heimatdorf, in seinem gammeligen Labor zu sitzen und zu warten, bis ich vorbeikomme und immer wieder den Pokédex unter die Nase halte. Aber der Professor ist überall, omnipräsent. Da könnte ich auch Let's Play machen als der Professor direkt. Das Abenteuer als Professor gestalten, weil ich bin ja eh immer überall. Sorry, das müsste mal raus irgendwie. Hallo? Ach, das ist für den Laden. Okay. Kein Gelat Vino. Achso, deswegen sieht das alles hier so wahnsinnig exotisch aus. Irgendwas. Dieser Ziergarten wurde von Leuten angelegt, die einst aus der Johto-Region hierher kamen. Warum? Was hat die Johto-Region hiermit zu tun? Nix. Ja, was es damit auf sich hat, werden wir wohl auch noch zu gegebener Zeit herausfinden. Jetzt nicht. Ja, obwohl, Johto ist ja auch ein bisschen teils sehr traditionell asiatisch, ne? Merkt man an vielen Bauten, Häusern und so weiter. So, haben wir hier noch irgendwas Geiles? Also wir können da doch hoch. Flag! Mon! Komm schon, Fleckmon! Hier können wir uns schön ausruhen! Nicht, dass du hier etwas anderes machen würdest, oder Fleckmon? So ist es. Ah, ein Trainer. Hallo? Voll erschrocken. So, Zeit für ein Erinnerungsfoto. Jetzt musst du nur noch schnell eben verlieren. Wart. Mach gern ein Foto von meinem triumphalen Sieg. Ulf. Urlauber Ulf. Voll die Touristen, ey. Ein echtes Nobilikat. Das sehe ich gerne. Ja, haben wir da eine Chance? Nee, ich riskiere es jetzt einfach mal nicht. Er muss sich nicht quälen. Haben wir denn irgendwas Kampfmäßiges? Eigentlich nicht. Akku, tu was für dein Geld. Was für ein Geld? Für dein Pokémon-Futter. Was geht ab? Ist eigentlich voll Wumpe, ne? Seelenband. Wird wohl nicht mal die Hälfte abziehen. Nee. Dreimal müssen wir da angreifen. Das nutze ich mal aus, damit ich jetzt mal gucken kann, ob vielleicht Knirscher mehr bringt. Das ist halt kein Stab, ne? Aber. Eine geile Attacke. Verteidigung sinkt stark. Das höre ich auch nicht so gern. Ja, nimmt sich nicht viel. Mach gerne nochmal Knirscher. So, das könnte jetzt wehtun nach dem ganzen Kreideschrei, aber. Pff. 2 bis 5 Mal funktioniert's? Na? 3 Mal. Sehr gut. Tschüss, Nobilikat. War schön mit dir. Vielleicht. Not.
Kreuzschere. Was haben wir denn da Feines? Käfer. 80 physisch. Der Anwender führt eine Attacke aus, die einer Scherenbewegung ähnelt. Ja, physisch ist natürlich eine schöne Sache. Käfer. Ja. Ist besser, oder? Was der anderen sollten wir auch nicht verlernen. Eine bessere Käferattacke. Gerne doch. Vielen Dank. So, Knogger. Ist ja auch ein richtiges Knogger. Ich vertraue ihm einfach mal. Er hat eine Chance. Ich hätte jetzt eigentlich fast schon am Boden gedacht, aber an seinen Megasauger. Können wir dem Knogger auch ein bisschen was abnehmen? Ey, nimm doch mal ab, Junge. Was denn? KP. Okay, Silberblick. Das freut mich. Dass ich mich ganz günstig heilen darf. Alter Schwede, da habe ich mir mehr erhofft. Vielleicht wäre mal sinnvoll, mit Sandwirbel erstmal zu nerven. Der macht ja alles Mögliche, um uns ganz schön weh zu tun. Silberblick, Energiefokus. Ich mache alles möglich, damit er gar nicht zum Angriff kommt. Critical Hit. Critical Hit. Vor allen Dingen, er hätte ja mehrmals angegriffen. Ja, das ist ja gar nicht mal so schön. Ich habe ihm vertraut. Ist egal, es muss immer Rückschläge geben im Training. Es kann nicht immer alles glatt laufen. Geist. Geistreiche Sache, was? Aber der Sandwirbel macht sich bemerkbar. Das ist auch was. Normaler Feuerzahn gefällig? Ich zwinge eine Zitterattacke raushauen, da greife ich halt zwei Mal an und gut ist. Haha! Ohne IP für mein viertes Teammitglied. Aber er levelt sich. Was zum. Wie kann das? Oh, voll sad. Ich glaube, dass wir hier so gut wie durch sind. Ich weiß nicht, ob da oben noch was steckt. Ich würde jetzt nicht unbedingt einen Beleber in den Hals stopfen. Ich denke mal, wir kommen hier bald raus. Quapsel. Was will er denn? Quapsel. Wobei, ist sehr interessant. Quaputzi, der sich zu Quapo oder zu Quaxo entwickeln kann. Der komplett anders aussieht. Aber ich finde die Unterschiede... Also es gibt wohl kaum Pokémon, das drei verschiedene Formen hat. Also sich entwickelt, meine ich. Zweimal. Und sich so ähnlich sieht wie Quapsel, Quapuzzi und Quapo. Da werden jetzt viele sagen, was? Ähnlich? Ja? Ich meine jetzt die Laien. Ich kann natürlich Quapsel, Quapuzzi und Quapo auseinanderhalten. Aber auch im Anime oder in den Pokémon-Filmen war es halt oft so, dass die irgendwas gesagt haben, was sie nicht sollten. Ja? Da ist ein Quapo, was Quapuzzi sagt. Oder ein Quapuzzi, was... Quappo sagt oder Quapsel oder ne? Die kommen da schnell durcheinander. Da habe ich Verständnis dafür. Weil ganz unähnlich sehen sie sich gar nicht mal. Das Hauptelement ist halt ihr komischer Kreis auf dem Bauch. Es ist kein Kreis. Ihr wisst schon. Ne? Das ist auf dem Bauch? Oh, guck mal, Lady an. Und das sieht halt immer so gut wie gleich aus. Das hat die gleiche Farbe und Form. Augen und so, naja. So, Ledian ist die Weiterentwicklung von Ledibar, den wir ganz zu Beginn auf Medemele mal gesehen haben. Hätten wir fangen können. Aber auch Ledian ist für mich nicht allzu stark. Okay, gut. Haben wir hier doch alles abgedönert. Alle Trainer, den Professor und. Alle Items abgegrabt. Schön. Passiert irgendwas Atemberaubendes? Noch nicht. Malihe City. Malihe. So ein typisches Vetania, Marmoria, Azuria, Orania, Safronia, Prismania, Fuchsania. Ist mir lieber. Lavandia, Alabastia. Als Malihe City. Passt aber vom Klang her sehr gut zu dieser ganzen Hawaii-Geschichte. Ja! Einfach hier entlang für die Story. Lilly ist wieder am Start. Ach, hast du etwas Zeit für mich, Let's Play Markus? Ich hab ne Bitte.
Was möchtest du denn? Ja, so ist es. Was stand da? Ich will mit Wölkchen zu den Ruinen von Ula Ula, aber um dorthin zu gelangen, muss man zuerst eine Wüste durchqueren. Dich zu bitten, mich dorthin zu begleiten, wäre eindeutig zu viel verlangt. Aber in der Bibliothek von Malihe soll es ein Buch geben, das mir weiterhelfen könnte. Würdest du mir vielleicht dabei helfen, danach zu suchen? Ich weiß, dass die Bibliothek von Malihe irgendwo im Zentrum von Malihe City liegt. Das soll ich also schon irgendwie hinfinden. Piu! Ich helfe dir auch durch die Wüste. Was soll das? Wir müssen noch eh da lang. Okay, ab zur Bibliothek. Aber ich will noch gucken, wie die Stadt allgemein so aufgebaut ist. Also ihr seht auf unserem Bildschirm, nach unten geht's wieder in die Wildnis und nach oben nicht. Was nu? Professor! Heinrich euch. Also ich hab's jetzt vorweggenommen. Ich dösbattle, tut mir leid. Oh, hallo Rotom! Na, gefällt es dir an deinem Pokédex? Und wie? Bzzz. Wenn ich mich vorstellen dürfte, mein Name ist Heinrich Eich. Ich bin Pokémon-Forscher und untersuche die Regionalformen der Pokémon in Alola. Let's Play Markus, wenn ich mich nicht irre, Kokoi hat mir viel von dir erzählt. Rotom, unterstütze diesen jungen Mann nach allen Kräften auf seiner Inselwanderschaft. Natürlich. Und du musst mir versprechen, dich gut um Rotom zu kümmern, Let's Play Markus. Sein Erfinder, ein junges Genie aus Kalos, ist schon sehr gespannt, wie sich der Rotom-Pokédex auf seine Reise schlägt. Du findest mich in der Bibliothek von Malihe, wenn du etwas brauchst. Zur Bibliothek kommst du, wenn du den Mustern auf der Straße in dieser Reihenfolge folgst. Schwarzer Kreis, schwarzes Dreieck und schließlich schwarzes Viereck. Kreis, Dreieck und Viereck. Ich denke einfach im PlayStation Controller, dann geht es schon. In dieser Reihenfolge, was zum... Ja, schwarzer Kreis, Dreieck, Viereck. Ich sehe kein Viereck. Ja, Heinrich Eich. Wirklich lustig. Der... Cousin von Samuel Eich aus der Kanto-Region. Braun gebrannt, auf jeden Fall. Alola! Gut so, junger Mann. Über Sofort Link kann sich auf der Stelle mit Spielern in der Umgebung verbinden. Wenn allerdings viele Leute in deiner Nähe sind, weißt du nicht, mit wem du verbinden wirst. Aha. Was ist das? Wir können shoppen. Malazaras. Mein Interesse hält sich in Grenzen. Ich gucke gerne mal, was sie anbieten. Chili und Bitter. Aha, nö, nö, alles gut. Das ist der Malazaras-Laden der Gegend. Ich werde die Stadt erstmal nicht verlassen, sondern weiter gucken. Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss jetzt einfach irgendjemand den Weg erklären. Egal wohin. Gehst von hier aus nach Nord, gelangst du zur Bibliothek. Im Westen geht es zur Route 10. Und im Süden liegt Route 11. Puh, das hat gut getan. Jetzt fühle ich mich wie ein echter Polizist. Weil Polizisten als Hauptberuf, hauptberuflich immer nur die Wege erklären. Okay. Was ist hier los? Mensch, hab ich Kohldampf. Und dann kann ich mich nicht mehr entscheiden, welches Z-Menü ich hier im Sushi-Walk nehme. Moruna erzeugt ein Whirlpool, in dem es Pokémon einfängt. Ein erfahrener Angler legt sich auf die Lauer und fischt dann die Pokémon aus diesem heraus. Sowas gibt's nur hier, in der Alola-Region. Mhm. Das Wasser der Waschbecken in den Pokémon-Sendern ist mit heilenden Essenzen von Kurelei angereichert, was auch den Wohlgeruch erklärt. Knirfisch ist ein ganz zähes Pokémon, da geht selbst Tohaido in die Düse. Deswegen arbeiten die Rettungsschwimmer mit ihnen zusammen, um am Badestrand für Sicherheit zu sorgen. So wie ich damals auch. Ganzen alte Leute bequatschen. Alle haben Bock auf Sushi-Wok, verstehst du? Das war im Reim. Ja, toll, geil, ne? Stark. Herzlich willkommen im Sushi-Wok. Was darf's denn heute sein? Ich möchte was essen. Hier hast du eine Speisekarte. Bitte wähl mal eins der Menüs aus. Kostet 4000 Poké-Dollar. Ninja Samurai Geisha Ronin. Nein, nein, nein. Kein Hunger mehr. Bei den Preisen? Nee, ehrlich. In der Kalos-Region habe ich ein Restaurant mit demselben Namen besucht. Darauf trinke ich erstmal eine Tasse Tee. Echt? Sushi-Wok? Hätte mich eher ins Aufpark. Lass uns Pokémon tauschen. Wenn du mir ein Pampam überreichst, gebe ich dir ein Vonera. Ach, du meinst mich? Die redet ja mit der oder mit dem vor ihr. Nö, ich habe kein Pampam. Vonera. Ein Heiterer im Team, das wär's.
So richtig lästig. Sollte ich echt mal mehr Gedanken machen. Aber kriegt man halt nicht so schnell. Hier auf jeden Fall nicht. Ich habe keinen Papam. Ja, Goody. Habe ich auch schon mal was. Also ich war noch nie so richtig im China-Restaurant. Einmal war ich beim ganz nobel neu aufgemachten Laden. Habe mich reingesetzt mit jemandem, auf die Speisekarte geguckt. Hat mir alles nichts gesagt. Habe die Preise gesehen, die gingen so ab 40 Euro los. Ernsthaft, sowas mache ich ja nicht, ne? Aber ich gesagt so, oh, ich habe was im Auto vergessen, ich komme gleich wieder. Und nach Hause, schnell weg im Meckes oder so. Ernsthaft, es trifft nicht auf jeden China-Laden zu. Also so für To-Go, so eine schöne Box mit Asia-Kram nehme ich gerne mit, aber Alter, so ein richtig schniekes Restaurant lag eher da dran und nicht, dass es Asia war, aber trotzdem, das war so schnell. Ich mache einen weiten Bogen um dieses Restaurant. Route 10, dort haben wir Vogel-Pokémon das Leben schwer gemacht. Wenn du dorthin willst, solltest du dich in Malihir City gut vorbereiten. Okay. Hi. Okay, es bleibt dabei. Wir gucken uns doch immer um in Malihir City. Aber im nächsten Part haben wir das dann fertig wie ein Reddish und dann geht's weiter. Und ja, das dürft ihr nicht verpassen. Ich freue mich, wenn ihr wieder am Start seid. Ein Däumchen wären Träumchen. Ich sag bis dann und ciao.